Schön macht ihr das. Wir bräuchten bald viel Fleisch. Fleisch! We need Fleisch! Was? Wieso Ron 2? Weil du Olli 1 bist. Ich dachte schon, er hat schon eins erlebt. Ich habe an dem Schiff mitgearbeitet und da habe ich was gemacht. Das andere muss dann aber Lygos 3 heißen. Nein, bei mir will er nichts machen, weil man es hässlich ist. Fass ihn nie an. Irgendwie kommen die Formen bekannt. André hat Ansprüche. André, wieso kommt mir das so bekannt? Welches? Das rote hässliche Ding. Da hinten. Oh. Weil er wahrscheinlich deins gespeichert hat und sich dann in der Fabrik hergestellt hat. Nein, das kann nicht sein. Ja. Und dann nachgebaut hat. Das kann nicht sein. Das sieht verdächtig danach aus. Das kann nicht sein. Welches Ron 2 oder was? Nein, die Mann meins. Das kann nicht sein. Das habe ich eigenständig gebaut, um euch mal zu zeigen, wie schön das aussehen kann. Das sieht ja genau, das ist genau dieselbe Kacke, die wir eben hatten da hinten. Da kann nicht sein. Na gut, vielleicht habe ich mich da so ein bisschen an der Form orientiert, ja, aber. Ja. Ah, oh, Feuerwehr. Was? Feuerwehr? Was? Ne, bei uns ist Feuerwehr. Ja, gerade gehört, ja. Naja, bei uns ist. Bei Stadtfest, unsere Stadt hat ja Geld, die können sich Feuerwerk leisten. Oh, ist aber dicht dran. Was, bin ich dicht dran? Natürlich bin ich dicht dran. Ich wohne immer mitten im Mainstream, Alter. Ja, ist klar. Yeah, pschu, pschu. Feiern halt alle gerne hier. Weiß jetzt schon. Ja, unten hatte ich Licht dran, ne? Genau. Hast du Angst, du weißt nicht, wo du hinfliegst? Ja, dann kann sich manchmal. War auf 6 Minuten, dann habe ich mein Schiff auffällig. Weil ihr könnt ruhig schon mal los. Also sehe ich das richtig. Deine Triebwerke verbrauchen 5% Strom und der Rest geht fürs Licht drauf. Richtig. Der Rest ist Duracell drin. Jo. David, hast du jetzt die Raketen genommen, oder? Ja, ich hab genommen. Ich hab jetzt alle genommen, die noch da drinnen waren. Ja, yeah, das ist in Ordnung. Ich hab dann 50 Schuss. Komm her, Olli. Gib's dir mit der Kettensäge. Na, jo, hau rein, Kapitän. Mehr Kettensägenmörder. 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 Ich bin der Typ mit der Kettensäge. Mhm. Jetzt ein Keks. Wow, was hast du so schlechte Laune? Keine schlechte Laune. Du, als wenn du schlechte Laune hast. Wag. Oh. Was ist OO? Hab
habe uns mal Fleisch besorgt, aber Problem ist, ein Dino kommt selten allein, wie es schon heißt. Ja. Ah, da waren es drei. Deswegen nehme ich immer ein Passbild von David mit. Wow. Da brauchst du dir dann keine Sorgen machen, da greift dir nichts an. Bei Dinos wow. Nur 5 Fleisch, ist aber schlechte Ausbeute. Bei Dinos mit nur 5 Fleisch zusammengekriegt, ist nie dolle. Tja. Ein Schwund ist immer, ne? So. Es ist alles weiß. Alles weiß jetzt? Ja. Wird ja umziehen, wenn es euch nicht gefällt. Ich hab doch nichts gesagt. Ich hab's doch nur gesagt. Olli sagte vorhin, ist zu viel weiß. Boah, jetzt nur noch weiß. Raumschiffe. Ist in Ordnung. Ich find's... Basen. Mein Anzug mache ich demnächst auch komplett weiß. Nee, das ist meiner schon. Dann musst du dich umgestalten. Mein Server, meine Regeln. Wow. Jetzt spielt er die Karte aus. Ja, ja, richtig. Wow. Weiß einer von euch diese Varian-Wurzel? Kann man die für irgendwas verwenden? Außer, dass sie Gift zwar beseitigt, aber du verlierst ja jede Menge Energiepunkte. Da gibt es kein Rezept für das. Dann mach ich halt weiß-rosa. Ich bin so männlich, ich kann auch rosa tragen. Ja, weiß-rosa. Töff. Ja, nur echte Männer können rosa tragen. Ja. Ich reiß die Butze gleich wieder ab, die gefällt mir nicht. Ich brauche gleich irgendwo so ein Lager, wo nur Kisten drin stehen und ein Konstruktor. Da könnt ihr dann weiter daran arbeiten und ich brauche eine neue Butze. Okay. So. Läuft. Mal gucken, wer jetzt Silizium ist. Oh, das alles verwurstet. Wollten wir die Bahn jetzt eigentlich in ein Kissen packen, oder? André? Ja, bitte. Moment, ich bin gerade abgelenkt worden. Ja. Okay. Wollten wir die Bahn nicht in Kisten packen? Ja. Einfach reinpacken. Boah, sowieso morgen alles um. Okay. Was? Ja, die Basis ist scheiße. Die wird. Wenn ihr euch speichern wollt, so wie sie ist, würde ich es jetzt tun, sonst ist sie weg. Aber ich habe allerdings das Urheberrecht darauf. Das heißt, jegliche Art von Veröffentlichung zieht rechtliche Konsequenzen nach sich. Wow. Ich muss das sagen. Wow. Das sind in meinen AGBs, steht das drin. Da wollt ihr bitte schriftlich haben. Kannst du gerne haben. Ja, ich habe das nicht schriftlich. Und solange ich nichts schriftlich habe, zählt das nicht. Soll das was mit Respekt zu tun, wenn man andere Sachen benutzt? Ich hab nichts, ich hab nichts unterschrieben oder sonst irgendwas. Oder das hat nichts zugeschrieben, ne? War nicht. Ich hab den Originalbauplan davon, noch bevor die so verhunzt wurde. Oh, ich kann mein Objekt erzeugen. Moment, jetzt bin ich süchtig. So, jetzt gibt's was zu lachen. Das, was von. Der Typ von Ron ist auch noch harmlos. Pass mal auf, jetzt kommt meins. Mal gucken, wo ich Platz dafür habe. Wow! Wow, was ist das, Alter? Der Bergbauschiff. Das ist ein Bergbauschiff. Guck ich gleich mal. Kein Treibstoff. Treibstoff. Konstruktor. Yay! Ist aber noch nicht ganz fertig, oder?
Nein, wie gesagt, das sind Prototypen. Ja, ich meine nur, weil Passagiere sitzen, könnten ja noch ein paar rein, ne? Ich habe versucht, alles so kompakt wie möglich zu bauen. Die Generatoren sind aber auf dem Dach. Ja, hab ich schon gesehen. Hab ich schon gesehen. Dann jetzt mal alle raus hier. Also kurz fliegen. Alle raus? Ja. Alter, das ist wendig wie eine Gazelle. Wow. Und hat zwei Geschütze. Ja, Kanonengeschütze, wa? Kanonski, Geschützki. Und der hat jetzt halt noch ein Prototyp. Ja. Das stellt man halt auf ein Loch. Da kann man auch nicht von Drohnen angegriffen werden, weil dafür sind die Geschütze da. Und dann baut man sich den Aufzug nach unten. Und wenn man wieder auf dem Weg nach oben ist, baut man den Aufzug wieder ab. Genau. Ich habe halt nur keinen Platz gefunden, wo ich jemals einen Konstruktor untergebracht kriege. Deswegen halt noch Prototyp. Und stell ihn aufs Dach. Ja, ist doof, wenn dann auch mit den Generatoren auf dem Dach und sowas, sobald eine Drohne kommt und die trifft, dann explodiert die das halbe Raumschiff. Ja? Und die sind auch relativ zielgenau, gerade weil hier auch der Kern ist. Ja, man kann ja noch als Dreieck hoch machen. Oben drüber noch rüber baust. Zum Beispiel. Und dann ein bisschen noch nach außen baust. So zwei Blöcke weiter. Ja, dann bist du ja schon hier am Ende. Wenn du hier den Ende nutzt und dann quasi einen Kreis noch rumziehst. Das würde sich. Das ist nicht so dramatisch. Dann lass uns mal testen. Also die Idee? Ist gut. Also davon mal ganz abgesehen, die Idee ist gut. Lass es den Flieger mal auf machbaren testen. Ja, es hat keinen Warpkern. Den kannst du unter unten und runter setzen. Ja. Also nebenbei unter ansetzen. Genau, und den Tank. Deswegen sind da unten drunter die Panzerplatten. Ja. Die schützen halt die wichtigsten Teile. Ja. Da ist echt gelenkig, hätte ich gar nicht gedacht. Ja, so. Mal ein Loch buddeln und dann gucken. Wo ist André? Wo bist du denn hin? Ach da, links. Rechts von uns. Da ist er. Oh, das kann man ja nicht übersehen, das Schiff. Probierst du gerade aus, ja? Ja, jetzt muss man ein großes Loch, was groß genug ist, bauen. Also so wie du das machst, ist schon mal blöd, denn das neigt sich schon dein Schiffchen, ne? Ja, es muss ja noch positioniert werden. Dann bewegt sich das ein bisschen. Das ist ein Raumschiff, da kann man wieder fliegen, nach oben. Ja, ein Stück vorfliegen, ein Stück hoch. Einmal O-Taste, vorwärts, so gut. Da ist ein blöder Felsen. Ja, noch ein Stück, noch ein Weiter. Stück, noch ein Stück. Vor. Stopp. Noch ein Stück. Stopp. Ja, so ist gut. Und da. Der scheint noch ein bisschen anders bauen, aber. Aufzüge habe ich auch schon ein paar, wahrscheinlich zu wenig, aber. Naja, man kann ja mit dem Jetpack noch ranspringen, ne? Ja, man kann in den Rohstoff ja gar nicht bauen. Das ist aber doof.
mal mit einem CV, oder? Nein, du kannst hier in so einem scheiß Vorkommen nicht bauen. Ja, wenn genau. Okay. Im Multiplayer geht das nicht, nur im Single. Im Singleplayer geht's, deswegen, also da hab ich keine Probleme. Ja, im Single geht's, ja. Hab ich ja auch so. Ja, das heißt, man muss erstmal für die, das Rutschlaufvorkommen erstmal so weit wie es geht runterbauen, oder was? Ne, 50 Meter oder 30 Meter, was im Server eingestellt ist. Okay. Naja, da müssen wir ausmachen. Mal auf 0 drehen? Ja, auf 0 drehen, ja. Oh, hier sind Dinos. Muss ich mal gucken, wie man das auf 0 dreht. Ich weiß gar nicht, wo die Einstellung für... Was ist das für eine Einstellung? Komm, also kommt gleich ein Rudel Dinos, fällt bei euch ins Loch hin. Okay. Oder? Ne, ihr dreht frei um. Ja, sind schlau, die blöden Viecher. Vor allem euer CV, das wackelt und steht nie richtig. Das bewegt sich ja auch. Das sind die Probleme, ja, weil die Düsen nicht aus sind. Ja, es gibt aber leider keinen Knopf, nur um die Düsen auszustellen. Ja, das fehlt auch noch, ne? Kannst du nicht die Gruppe an sich komplett ausstellen? Ja, kannst du. Wollte ich gerade sagen, wenn die alle in der Gruppe sind, dann kannst du die doch alle gleichzeitig ausstellen. Ja, kannst du machen. Musst du Gruppen bilden? Soll ich machen, oder? Ja, müsste doch schon, oder? Guck mal. P. Hallo? P. Nee, hast keinen Zugriff drauf, hat er nicht freigeschaltet. Achso, ne, dann ist schlecht. Ups. Ja, dachte ich komme hier noch raus, aber war wohl nicht. Ah doch, ich komme noch raus. Ah, Mist, ich dachte, das reicht schon. Geh mal frei. Autogruppierung. Tot. Scheiße. Wieso bist du tot? Ich hab die Dinos angegriffen, aber ich hab ihn übersehen. Oh. Was sind die Schubdüsen aus? Ah, ich glaube, ich werde dann nochmal umbauen. Wo ich noch einen Konstruktor und so da reinkriege. Was sollen wir eigentlich, soll ich eigentlich hinkriegen? Ja, das ist nur ein Prototyp. Ja. Das ist schon die zweite Version. Es geht ja darum, das Ding mal bei Nacht auszuprobieren, ob das mit dem Licht so funktioniert oder ob das Licht enger muss. Es sollte halt nicht zu groß werden, weißt du? Wenn er zu groß, dann wirkt das auch wieder nicht. Vielleicht sollte ich mal den Ansatz anders angehen und ein warpfähiges Schiff bauen. Ja, das wäre natürlich der Idealfall, ne? Dass dann mit den anderen Schiffen, mit einem anderen Bergbauschiff dann auch auf dem Planeten landen kannst, dann über ein Vorkommen, ne? Ja, das ist halt so billig, dass ich halt immer gedacht habe, man kann man ja mal eben in seiner Fabrik haben. Dann hat man halt auf jedem Planeten so ein Ding stehen. Ist ja kein Problem, weißt du? Das ist ja so billig. Deswegen wollte ich so, ich wollte es ja so günstig wie möglich halten, aber da sollte ich den Ansatz anders rumsetzen und ein Ding machen, da investierst du einmal und dann hast du wenigstens was. Wenn der wirklich nicht so viel kostet, dann ist er wirklich gut, ja. Der ist ja billig, dauert ja auch nur einen Moment. 42 Minuten, ne, zu bauen. 156 Blöcke. Wenn ich jetzt noch die Geschütze weglassen würde, könntest du das sogar mit Stufe 5 schon bauen. Naja, Geschütze brauchst du aber halt. Ja, deswegen auch nur die billigsten Geschütze. Die reichen, um alle Drohnen abzuwehren. Mhm. Kann man ja später noch ersetzen durch stärkere Geschütze. Das ist ja nicht das Problem. Verbessern kann man es ja immer.
Richtig. Das stimmt, ja. Und weil ich einfach nicht wusste, wohin mit den Generatoren, hatte ich die einfach erstmal oben drauf gesetzt. Ich kann von hier unten immer noch einen Aufzug dran setzen. Von hier unten kannst du einen Aufzug dran setzen? Nein, wenn das vorkommt, weg wäre, könnte ich da eins dran setzen. Also wenn das abgebaut ist. Soll doch gleich sein, also die Schrift ist schon verschwunden. Ich weiß natürlich nicht, wie lange das dann dauert, bis das auch wirklich nicht mehr als Vorkommen anerkannt wird. Weil weniger als 10% sind, glaube ich. Die Schrift müsste ist ja schon, glaube ich, weg. Ja, die Schrift ist weg, ja. Die Ressourcen sind auch weg jetzt hier. Hier ist komplett jetzt leer. Ich sehe gerade hier deine Fusch beim Texturieren. Ja, siehst du, guck mal. Ja. Und jetzt kann man hier ganz bequem reingehen. Der Letzte, der hochgeht, baut dann ab. Das ist doch im Prinzip genau das, was zählt. Und diese. Ja. Das ist auch eigentlich ein optimales Ding hier. Was dem vielleicht nochmal fehlt, ist ein seitlicher Eingang oder so. Ja, war ja alles noch geplant. Ich wollte es nur mal jetzt stellen. Aber der Energieverbrauch ist einfach göttlich, der hat schon einen ganzen Treibstofftank leer. Wow. Ein Kollege von mir hat ja sowas gebaut jetzt. Der teilt auch so eine Arme. Der verbraucht nie so viel. Aber ich weiß nicht, ob da Warpcam mit drin ist. Alle raus? Loch. Ja, wenn ich raus bin, bin ich im Loch. Muss mal eine Scheibe von den Kratten entfernen. So, jetzt bin ich raus. Dann muss ich erstmal die Triebwerke wieder anschalten. Geh, der alte Entdecke. Ja, hier fehlt noch. Aber ich würde auch gleich mal eine Runde entdecken hier. Den Leveln. Crash die Kante halten. Und dann? Das lohnt sich doch bestimmt. Naja, ich glaube, die lohnt sich inzwischen auch nicht mehr. Ne, im Mittelteil ist kaum was drin. Zurück ans Zeichenbrett. Also für das Ding hätte ich bestimmt auch noch so ein, zwei Ideen. Willst du komplett abbauen oder was? Natürlich. Wohin damit? Nur Abfall. Oh, man hätte ja hier jetzt zusammen noch ein bisschen dran wägeln können. Nee. Beispiel von der eben, die Platte ist ja so in Ordnung hier. Die Reihe hier. Man müsste die jetzt im Prinzip nur irgendwie ein oder zwei Blöcke nach außen nochmal verbreitern. Und dann hättest du im Prinzip genug Platz für alles. Ne? Also rein theoretisch. Ui. Wow, das Schiff, das hält, André. Das Schiff, das hält. Klar steht hier alles auf dem Aufzug.
Und noch nicht mal Materialverschwendung, weil haben wir alles wiedergekriegt. Ja. Richtig. Ja, schon gut. Und schon hast du deine Komponenten wieder. Ja. Ja, das ist ein Prototyp. Uralt. Sehr niedlich. Was ist für alles eine noch in Arbeit? Ein Frontpfeil. Ja. Oh, da waren Düsen, ne? Im Frontpart. Kann sein, ja. Naja, kann man die Tage ja mal hin. Ah, zurück ans Seitenbrett. Was denn hier? Ey, war das hinter mir, Leut? Nein. Böser Bub. Wow, schießt doch nicht aufeinander. Abound meines hier. Oh, die... Oh! Was ist denn jetzt, Olli? Olli! Abound mein. Die ist ja richtig schön im Berg drinne. Was denn? Ja, Bound mein. Wollen wir die leer machen? Aber zu zweit. André, die verlassen eine Mine. Wollen die damit? André. André. Was soll ich machen? Soll ich mir mit dem Pogo-Stick da hinfliegen oder? Ich baue einen Passagier, wieso, sitzt ist doch nicht Flügel. Der ist doch schnell, oder nicht? Hier sind doch keine Bau dir schnell einen Passagiersitz dran, André, dann kann ganz im... Vielleicht Essen mit trinken oder was? Aber dann brauchen wir noch Munition. Hat jeder denn genügend Munition? Ich habe 500 Schuss Pistole. Ich habe nur 228 Schuss Pistole. Also ich habe 1000. Was hast du an 1000? 1000 Schuss für Pistole. Wieso hast du 1000 Schuss für Pistole? Weil ich vorbereite. Alter, 1000 Schuss für Pistole. Ja, nee, ist klar. Einsatz nicht bleibt bis Essen. Aber ich hab mir noch Überlebenspakete. Das sind nur 4 Stacks, also was machst du hier von auf? 4 Stacks. Wo ist die denn? Bei Olli oder was? Nee, bei Ron. Hier, wir sind beide. Bei mir sieht er noch 2 verschiedene Positionen aus. Wollte ich gerade sagen, bei mir aber auch. Nicht aktualisiert, ich weiß nicht, wo ihr seid. Ach, da hin? Da ist ein Eisen. Raumschiffe stehen woanders. Auf der dunklen Seite. Das Eisen vorkommt und dann wieder runter. Ja, wir haben nur eure Schiffe gesehen. Achso. Oh, man hört sie schon. Ja. Lass doch die Jungs. Ja, dann geh vorher nicht los. Also ein Sitz ist dran am Schiff, André. Oh, so armselig, ich bin einziges der kein Schiff. Warte, ich kann aber Munition noch herstellen. Ich habe ja ein bisschen was im Konstruktor drin. Okay. Machen wir... Brauchen wir da noch so einen Außensitz? Ja, es tut mir leid. Ich habe jetzt einfach nur einfach mal was genommen. So, ich muss ja mal gucken. Sind die jetzt denn hinter uns? Die richtige Richtung? Weiß ich nicht. Ja. Dann stelle ich eine Munition her, solange bis er kommt. Ich drehe mir noch ein Zigarett. Wir sind unterwegs. Bisschen was bei hier. Ja, das sollte die richtige Richtung sein.